Luckiest people caught on camera. Bei meiner Visage bin ich da, glaube ich, nicht dabei. 2020 has not been the best year. Was? Er sagt bei seiner Rede, 2020 war jetzt nicht so das beste Jahr. Und in dem Moment kommt ein Blitz. Andere gehen zu so Comedy-Veranstaltungen und sowas. Digga, mich macht sowas schon lustig. Mich macht was lustig? Sprachen lernen, Bubble. An incredibly lucky moment for a tour boat was when the whale made a giant leap, but missed them by just a few inches. Okay. Wow! Digga, Delfine sind so krank! When two guys were imitating Conor McGregor at night, somehow he was coincidentally driving by and stopped to say hi to them. And that probably made the guys night. Nein. Nein! Diese beiden Jungs haben einfach so random auf der Straße gekämpft und dann ist Conor McGregor vorbeigefahren. Aber der ist ja eh stehen von gestern, der hat jetzt verloren. Ja, okay, gegen mich wird der wahrscheinlich immer noch allemal gewinnen. Mit seinem kleinen Finger. Blind. A van driver got very lucky when his styrofoam box jumped back into his van while driving. Nein! Nein, das was? Das kann nicht sein. A van driver got very lucky when his styrofoam box jumped back into his van while driving twice. While driving twice in a row. No. When his styrofoam box jumped back into his van while driving twice in a row. Der kann das. Hm? Und ich steck jedes Mal nur das Basic falsch rein. A skier got pretty lucky when a drone malfunctioned and he missed it by just a few feet. Eine Drohne? Ich glaube, ihr habt das gerade nicht gesehen, weil meine Facecam davor war, aber ich zeig's euch jetzt nochmal ohne. Da sehe ich wirklich schwarz. Für ihn ist es witzig, weil er heißt schwarz. In what looked like a moment from the Spider-Man movie, a guy in motorcycle. What? Digga, wie glücklich sind denn ein paar Menschen? When he jumped into the top of the car he hit. Einfach geplant. Ey, kann ich ein Salto üben mit meinem Motorrad auf deinem... Nein, Digga. And the man got extremely lucky. LOL. LOL! Wenn ich das gewesen wäre, hätten mich beide Autos getroffen. Und noch eine Drohne wäre mir auf den Kopf gefallen von oben. Und ein Wal irgendwie auch noch. What seemed to be an unlucky moment turned out to be a lucky one when Angelica Bingston's pole broke during the jump. But okay. Because of the pole break, she got another try. Ihr ist absolut nichts passiert, weil sie zum Glück da auf die, was auch immer das da ist, schräg, genau. Also Stabhochsprung, ne? Unnormaler Respekt an alle, die das machen. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich hatte schon früher bei normalem Hochsprung hatte ich schon Angst, Alter. Und jetzt macht sie einen zweiten Versuch und das war ein nationaler Rekord anscheinend. Und das nailt sie. Was? Ich hätte danach nie wieder so eine Pole-Stange angefasst, no sexual. What? Da fahren, was? Da fallen alle, was? Da fallen... Das ist einfach, halb Deutschland ist da gerade umgefallen an Bäumen. A scary moment to watch was when a man made a jump. Digga, ich kann mir sowas nicht angucken, ne? Wenn da jetzt irgendwo ein Hai kommt oder so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein... Wie würdet ihr reagieren, Alter?
Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr schwimmen würdet und da wäre ein Hai? There was another car parked with a person right next to it. So when he got to the top, the car's brake and the driver's reflexes were really put to the test. Was? Digga, wenn ihr auf Asphalt gewesen wärt, dann wäre das anders ausgegangen. Apparently standing up and grabbing something and putting it in its place can be a bit too much of an activity. These people got extremely lucky when the cup managed to go right in the cup holder by itself, thanks to the wind. Nee. Was denn? LOL! Der Becher kann mir jetzt nicht. An F1 driver got very lucky that a bird managed to save himself by like an inch of getting hit with the wheel. Was? Got very lucky that a bird managed to save himself. Guck mal, wie die sogar angezogen wird von diesen Geschwindigkeiten. What? Boah, ich überleg gerade, wenn ich Formel 1 Fahrer wäre, ob ich der Taube ausgewichen wäre, aber dann. Ja, safe. Ich hätte die Taube wahrscheinlich nicht mehr gesehen, wenn ich da mit 300 km/h drauf zugefahren wäre, Alter. When some trees started randomly falling into the water, schon wieder Bäume? With their boat in the area just left the spot seconds earlier, avoiding getting injured by the trees. Alter, wieso fallen... Digga! Was ist denn da los? Wieso fallen denn da regelmäßig so viele Bäume um? A crazy moment to watch was at the Red Bulls Rubik's Cube World Cup, was when the competitors were actually twins, and the winner won by just 0.001 second difference. Was? Was? Das sind Zwillinge. Aus Deutschland sogar. Junge, bei 0,001 Sekunden! Ah, der war. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Der wird reingesteuert, weil da oben hat einfach einer gewartet. Die größten Keks, Alter. Warten vorm Ziel und sind dann so: Oh, guck mal, ich bin der Letzte, der reinläuft. Einfach. Gefickt, Junge. There's a very well-known high-altitude theme park in Chongqing, which attracts thousands of tourists every year. Alter, würde ich ja nie machen. Bridge that is 500 feet above land. Niemals würde ich das machen. A moment was reported when the safety cord released during one of the jumps. And the tourist was very lucky nothing happened. Alter, guck mal, wie schnell er da rüber. Das ist der Grund, warum ich niemals sowas machen würde oder Bungee Jumping. Digga, dein Leben hängt an einem Karabiner. Warum macht man das? Ja, Adrenalin. Nein, hol dir dein Adrenalin woanders. Doch nicht da in der Luft, wo dein Leben an so einem Seil hängt. Leute, macht das nicht. Who miraculously woke up from a coma, bought a scratch card and won a car. So when the new... Nee. Der ist von seinem Koma aufgewacht, hat so ein Rubbel losgezogen und hat einfach ein Auto gewonnen. Das Krasseste, was ich mal bei so Rubbel-Glücksaktionen hatte, war bei McDonald's eine Pommes. Und ein Eis. Ja, das waren ganz, ganz glückliche Leute, meine lieben Freunde. Was war eure glücklichste Situation im kompletten Leben? Ich glaube, bei mir